Die EU will ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit dem Aktionsplan Strategischer Kompass stärken. Teil des Konzepts ist eine neue militärische Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten. Einsatzbereit soll die EU-Truppe spätestens im Jahr 2025 sein. Deutschlands Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat den EU-Partnern angeboten, dass Deutschland im ersten Jahr den Kern der neuen Einsatztruppe stellt. Die EU stellt sich militärisch und sicherheitspolitisch neu auf. Darüber möchte ich mit unserem Gast, Professor Dr. Daniela Schwarzer, sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Außenpolitik und leitet die Open Society Foundations in Europa und Eurasien, eine internationale Denkfabrik. Frau Schwarzer, der neue strategische Kompass, das hört sich gut an und er soll den Kurs der europäischen Verteidigungspolitik festlegen. Das hört sich aber auch so an, als hätte die EU bisher keinen Kompass gehabt, zumindest keinen gemeinsamen. Ist dem so? Ich würde sagen, die EU-Staaten hatten und haben jeder ihren eigenen Kompass. Und das Neue an dem strategischen Kompass der Europäischen Union ist jetzt, dass alle Staaten gemeinsam ihre Risikoanalyse, ihre Sicherheitsumfeldsanalyse nebeneinander gelegt haben und gemeinsam definiert haben, was sind denn jetzt die größten Sicherheitsrisiken für die Europäische Union und an welchen davon wollen wir gemeinsam wie arbeiten. Und das ist natürlich ein komplexes Bild, denn je nachdem, in welcher Hauptstadt Sie sind, gucken Sie in eine andere Richtung, um sich damit auseinanderzusetzen, wo die größten Bedrohungen herkommen und wo am meisten gehandelt werden muss. Und deshalb ist das jetzt wirklich ein umfassendes Dokument, was in letzter Zeit dann nochmal schnell aktualisiert werden musste, nachdem Russland begonnen hatte, die Ukraine anzugreifen. Aber ich denke, die 27 Staaten haben zumindest mal gemeinsam priorisiert und definiert, wo nun für die EU insgesamt die größten Sicherheitsrisiken in den nächsten Jahren liegen werden. Das Wort gemeinsam kam jetzt sehr, sehr häufig in Ihrer Antwort vor. Wie passt denn das bislang gültige Konsensprinzip der EU zum strategischen Kompass? Da geht es ja wahrscheinlich auch darum, schnell zu reagieren. Es gibt seit Jahren eine Diskussion darum, ob man bei außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen die Einstimmigkeit abschaffen soll. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Es gibt immer wieder Staaten, die sich querstellen und gerade die möchten natürlich nicht, dass ihr Veto abgeschafft wird, denn man müsste auch mit Einstimmigkeit entscheiden, dass man die Einstimmigkeit aufgibt. Die Lösung ist nun, dass in dem Bereich, den der strategische Kompass abdeckt, durchaus kleinere Ländergruppen zusammenarbeiten können. Dafür gibt der EU-Rahmen Regeln vor. Das heißt also, man muss nicht eine Parallelveranstaltung machen, die mit der EU gar nichts zu tun hat, sondern man kann im europäischen Rahmen in kleineren Gruppen zusammenarbeiten. Und das ist meiner Ansicht nach das, was wir in den nächsten Jahren öfter sehen werden. Denn die internationale Sicherheitslage hat sich so verändert, dass im Grunde mehr und schneller gehandelt werden muss. Und das ist dann nichts gegen die EU, wenn es nur einige Staaten sind. Das muss natürlich abgestimmt werden. Aber es ist vor allem wichtig, Handlungsfähigkeit zu zeigen. Und das setzt Entscheidungsfähigkeit voraus und natürlich die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, Ressourcen dann auch bereitzustellen. Könnte das potenziell ein Türöffner sein, um dieses Einstimmigkeitsprinzip mittel- bis langfristig auszuhöhlen? Oder ist das jetzt zu viel hineininterpretiert? Den Versuch gibt es schon eine Weile. Auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vor 2 Jahren hatte sich überlegt, dass sie genau das mal mit auf die Agenda setzen könnten, nämlich dass man in einigen vielleicht weniger relevanten Bereichen des außenpolitischen Handelns vom Einstimmigkeitsprinzip Abstand nimmt. Dafür gab es aber eben keine Einstimmigkeit und das halte ich auch weiterhin für gegeben. Man muss immer weiter dran arbeiten und man muss weiter diskutieren und ich bin der Ansicht, dass der Krieg auf unserem Kontinent nur 2 Flugstunden von Berlin entfernt und quasi an der Grenze Polens, dass das schon die Sichtweise auf die Notwendigkeit verändert, dass die Europäische Union als internationaler Akteur schneller handlungsfähig sein muss. Und vielleicht gerät dann auch in dieses Thema noch einmal eine neue Dynamik. Insgesamt steht die Europäische Union ja vor einigen Fragen, die sie sich so mit der Dringlichkeit noch nicht gestellt hat. Das hat mit der Sicherheitskrise zu tun, das hat mit dem Krieg zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass jetzt plötzlich noch mehr Staaten schnell in die Europäische Union aufgenommen werden müssen. Und das macht dann noch mal mehr Handlungsdruck auf die Frage, wie können wir denn auch in einer weiter wachsenden Union noch effizient Entscheidungen fällen? Und da ist es dann naheliegend, dass man doch wieder die Frage stellt, müssten wir nicht mit Mehrheitsentscheidungen leben?
Nun wirkt der Ablauf der Ereignisse in der Ukraine ja wieder so, dass Brüssel wieder einmal nur reagiert hat. Ist dieses Strategiepapier tatsächlich ein so großer Wurf, dass er die EU befähigen kann, mittel- bis langfristig auch einmal vor die Lage zu kommen, also vorbereitet zu sein? Das kann ein Papier alleine nicht leisten. Viel wichtiger ist es, dass die Staaten gemeinsam die Risiken stärker in den Blick nehmen. Und wenn es nach den baltischen Staaten oder nach Polen gegangen wäre, dann hätte man die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf die Ukraine sicherlich auch früher anders eingeschätzt. Daran sehen Sie schon, dass eben diese Analysen der Sicherheitslage noch stark zwischen den Mitgliedstaaten divergieren. Und was der strategische Kompass nun bietet, ist ein Austausch, zum einen in diesem Dokument, aber dann natürlich auch ein Prozess, denn dieses Dokument ist ja erst der Beginn einer viel engeren sicherheits- und letztendlich auch verteidigungspolitischen Zusammenarbeit, in der man hoffentlich die Signale ernster nimmt und stärker zuhört, nämlich wenn einige Regierungen doch einen schärferen Blick auf gewisse Entwicklungen haben, als es andere haben, dann ist jetzt die Lehre meiner Ansicht nach aus dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass man früher sich den Risikoanalysen der Staaten, die näher dran sind, hätte öffnen müssen. Und ich hoffe, das ist ein kollektives Lernen in der Europäischen Union. Die Welt um uns herum ist sehr viel gefährlicher geworden. Es gibt mit Russland einen Aggressor, der wirklich vor Gräueltaten in der Ukraine nicht zurückschreckt und auch die EU-Staaten schon verbal mit bedroht hat. Und deshalb müssen wir diese Gefahr sehr ernst nehmen. Nun hat ja Bundeskanzler Scholz mit Blick auf den Ukraine-Krieg von einer Zeitenwende gesprochen. Und dazu würde ja passen, dass die EU, die sich ja bisher vornehmlich als Wirtschaftsunion verstanden hat, sich jetzt auch als Verteidigungsbündnis sieht. Ist die EU denn dafür bereit in ihren Strukturen? Die EU wird durch den strategischen Kompass nicht zu einem Verteidigungsbündnis, aber sie wird ihre Rolle auch im Rahmen der NATO, denn viele der EU-Mitgliedstaaten sind ja auch Mitglieder in der NATO. Dort wird jetzt die europäische Zusammenarbeit gestärkt innerhalb der EU, aber im Dienste der NATO. Für viele der Staaten, die in beiden in der Gemeinschaft und im Verteidigungsbündnis sind. Und ich denke, die Zeitenwende beschreibt einfach, dass unser Kontinent sich in einer Situation befindet, wo die alte Sicherheitsordnung nach dem Kalten Krieg im Moment zumindest keinen Bestand mehr hat, in einer Situation, wo sich die Anrainerstaaten der Ukraine bedroht fühlen, wo wir eine wirklich ganz enge transatlantische Zusammenarbeit haben und uns wieder einmal vor Augen geführt wird, dass wir diese ganz dringend brauchen, dass das letztendlich die Sicherheitsgarantien für unseren Kontinent sind, die die NATO bereitstellt. Und in dieser Situation ist es, glaube ich, richtig, dass auch die Europäer sich klar machen, wir müssen unseren Beitrag erhöhen. Das ist nicht gegen die NATO, sondern das ist eine europäische Zusammenarbeit im Sinne der eigenen Sicherheit und im Sinne des Beitrags zum transatlantischen Bündnis. Nun, dieses Papier, was 50 Seiten hat, ein Bestandteil oder ein Kapitel dreht sich ja um diese Eingreiftruppe von 5.000 Mann. Was sind denn abgesehen vom Krieg in der Ukraine Bedrohungen, gegen die eine solche 5.000 Soldaten starke Eingreiftruppe die EU schützen könnte? Nun, das können zum einen Bedrohungslagen, die von Russland ausgehen, in der Nachbarschaft der EU oder auch auf europäischem Territorium sein. Denn Russland hat ja angekündigt, dass der Krieg nicht nur die Ukraine betreffen muss. Es kann aber auch damit eingegriffen werden, wenn zum Beispiel Konflikte in unserer südlichen Nachbarschaft, auch auf dem afrikanischen Kontinent drohen. Da sind alle möglichen Szenarien denkbar, wo die Europäer für sich sagen, wir wollen hier selbst mithelfen und wir werden dies koordiniert mit der NATO tun. Ich gehe nicht davon aus, dass hier unkoordiniert vorgegangen wird und irgendwie leichtfertig Truppen entsendet werden, sondern mit der gleichen Vorsicht wie auch grundsätzlich über NATO-Einsätze und die nationalen Beiträge dazu entschieden wird, auch auf die europäische Eingreiftruppe geschaut wird und sehr genau analysiert wird, wer kann sich und muss sich in gewissen Konflikten einschalten. Wir bleiben bei dieser 5.000 Mann starken Eingreiftruppe, die die EU jetzt aufstellen will. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat ja gleich angekündigt, dass die Bundeswehr eine führende Rolle bei dieser neuen Eingreiftruppe übernehmen soll. Sie sind jetzt Politikwissenschaftlerin, keine Militärexpertin, aber gestatten Sie mir die Frage, Ihrer Einschätzung nach, ist die Bundeswehr denn bereit, eine solche Rolle zu übernehmen?
Also zumindest ist die Bundesregierung politisch bereit, diese Rolle zu übernehmen. Und das passt sehr gut ins Bild, nämlich dass Deutschland in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, dass es mehr Verantwortung übernehmen muss und mitführen muss. Hier gelingt es dann im europäischen Kontext, diese Rolle einzunehmen, was aus deutscher Sicht viel natürlicher ist, als alleine irgendetwas zu tun. Wir sehen hier also eine klare Kontinuität und Fortschreibung. Wenn Deutschland sich sicherheits- und verteidigungspolitisch stärker engagiert, dann immer im Rahmen entweder der NATO oder im gemeinsamen europäischen Kontext. Und es ist etwas Zeit, bis diese Eingreiftruppe einsatzfähig sein soll. Das soll bis zum Jahr 2025 so sein. Und ich gehe davon aus, dass die Bundeswehr, die ja im Moment sehr genau hinguckt, wo denn die eigenen Schwächen liegen. Die sind seit Jahren bekannt, aber jetzt muss es angepackt werden. Wir haben auch die große Ankündigung einer Steigerung der Verteidigungsausgaben auf 2% und den 100 Milliarden Investitionsfonds. Also wenn Deutschland nicht in der Lage ist, binnen drei Jahren diese Truppe bereitzustellen für eine gewisse Zeit, dann müssen wir wirklich an unserer Verteidigungsfähigkeit zweifeln. Und ich gehe davon aus, dass das in 3 Jahren gelingen wird. Dann wollen wir es mal hoffen. Sie haben die NATO schon häufiger jetzt angesprochen. Wenn nun die EU ihre eigene Verteidigungstruppe und Strategie aufbaut, befürchten Sie da Kompetenzgerangel oder was sind da die möglichen Fallstricke? Die Europäische Union arbeitet seit 2018 an einer engeren Verteidigungszusammenarbeit der Mitgliedstaaten miteinander. Und das war eine Antwort auf die Frage, ob die USA unter Donald Trump damals als US-Präsident noch die Sicherheitsgarantien für Europa weiterhin geben werden, auf die man sich bislang verlassen hat. Das sah also kurz vielleicht so aus, als ob sich Europa von den USA versucht abzunabeln. Aber es wurde dann sehr viel, sehr schnell getan, damit klar wurde, nein, die Europäer wollen ihre Zusammenarbeit verbessern, tun das aber im Bündnis NATO. Und deshalb gibt es seither und nicht erst jetzt mit dem strategischen Kompass, sondern schon über die vergangenen 3,5 Jahre, eine sehr enge Abstimmung zwischen NATO und Europäischer Union. Das betrifft zum Beispiel die Europäische Rüstungsagentur, die natürlich mit der NATO eng zusammenarbeitet. Das betrifft jetzt die Art und Weise, wie die Mittel des Europäischen Verteidigungsfonds eingesetzt werden und welche Prioritäten man setzt in konkreten Projektzusammenarbeiten zwischen den Mitgliedstaaten. Da ist immer ein doppelter Kontext gefragt, nämlich immer die Frage, was müssen wir innerhalb der Europäischen Union an Fähigkeiten bereitstellen und wie passt das in die übergeordnete Frage, was braucht die NATO, was brauchen wir als Teil der NATO. Das heißt also, hier sind die Interessen eigentlich kongruent und nicht gegeneinander einzuschätzen. Und ich gehe davon aus, dass zwar immer wieder Reibungen entstehen können und immer wieder erklärt werden muss, wer macht jetzt was, aber dass grundsätzlich auch auf amerikanischer Seite nach anfänglicher Skepsis heute doch sehr eingesehen wird, dass es im Interesse der NATO und damit auch im Interesse der USA ist, dass die Europäer einen deutlich größeren Beitrag zum transatlantischen Verteidigungsbündnis leisten. Nun tut sich ja die EU normalerweise schon mit einer gemeinsamen Außenpolitik schwer. Warum soll oder wird das jetzt mit einer Militär- und Verteidigungsstrategie anders laufen? Es wird sich außen- und sicherheits- und verteidigungspolitisch immer die Frage stellen, kriegen wir die 27 zu einstimmigen Entscheidungen oder müssen wir in einem der 3 Bereiche den Weg gehen, der in den Verträgen ausdrücklich vorgesehen ist, nämlich dass kleinere Gruppen von Staaten zusammenarbeiten. Und man sieht eigentlich bei den größeren außenpolitischen Vorhaben der Europäischen Union der vergangenen Jahre genau das. Nehmen wir den europäischen Beitrag zu dem Atomabkommen mit dem Iran, JCPOA. Da hat eine kleine Gruppe von EU-Mitgliedstaaten, damals auch noch Großbritannien, gemeinsam mit Amerikanern, Chinesen und Russen mit dem Iran verhandelt. Oder nehmen Sie den Versuch, den Konflikt in der Ukraine beizulegen, vor dem Krieg mit Russland jetzt. Da waren es Deutschland und Frankreich, die mit der Ukraine und Russland gemeinsam das sogenannte Normandie-Format unterhalten haben. Das heißt also, es gibt eine gewisse Erfahrung und ich gehe davon aus, dass auch in Verteidigungsfragen sehr klar entschieden werden wird, wer handelt denn jetzt und dass auch dabei versucht wird, immer wieder das europäische Interesse und den europäischen Kontext ganz klar zu haben, sodass nicht der Eindruck entsteht, dass einige Mitgliedstaaten
auf eigene Faust im EU-Rahmen einfach das Ding machen, was sie machen wollen, sondern dass sie im Grunde sich in den europäischen Kontext einbetten auf Grundlage des Strategiedokuments, europäischer Kompass, strategischer Kompass, jetzt dann gemeinsam abschichten können, was sind die Prioritäten, an denen wir arbeiten, aber dass nur einige Staaten dann wirklich in den Einsatz gemeinsam gehen, das ist ausdrücklich so angelegt und ich halte das für eine sehr pragmatische Lösung. Sie haben jetzt das europäische Interesse einfach mal vorausgesetzt. Wir haben in der Vergangenheit, ob das jetzt nun bei der Aufnahme von Flüchtlingen, also es ist ein weites Feld, wir haben ja häufiger erlebt, dass es das europäische Interesse immer wieder mal gibt, aber eben, wenn es den Staaten gehen ist, dann wieder auch nicht. Haben Sie denn die Hoffnung, dass über den Hebel dieser gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie, dass man dann dazu kommt, vielleicht etwas genauer und präziser und verbindlicher vor allen Dingen ein gemeinsames europäisches Interesse zu definieren? Es gibt natürlich übergeordnete europäische Interessen wie Frieden und Stabilität auf unserem Kontinent, was wir gerade akut bedroht sehen. Und deshalb ist so ein politischer Moment, wo sich die Staaten vielleicht gerade wieder bewusst werden, dass es doch sehr eindeutig gemeinsame Interessen gibt. Und dann gibt es natürlich nationale Partikularinteressen, die teilweise in ganz anderen Bereichen liegen, zum Beispiel in der Energieversorgung oder in der Nichtaufnahme von Flüchtlingen, wie Sie das eben angesprochen haben. Und der strategische Kompass kann auf gar keinen Fall die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten in all diesen Bereichen irgendwie herbeiführen. Das Dokument dient dazu, eine Gesamtschau auf die Sicherheitsbedrohungen der Europäer zu legen. Das heißt also, da Transparenz herzustellen, klar zu benennen, was sind denn die prioritären Gefahren, denen wir uns ausgesetzt sehen und was brauchen wir gemeinsam, um darauf reagieren zu können oder auch um präventiv handeln zu können. Und das wird aber nicht dazu führen, dass nationale Interessen in anderen Bereichen ausgeschaltet werden oder einfach ja überdeckt werden, die wird es ganz klar weiterhin geben. Und deshalb ist es auch so wichtig, die Verteidigungspolitik, die jetzt mit dem strategischen Kompass vorankommen soll, nur als ein Teil eines sehr komplexen Gefüges an Außenbeziehungen der Europäischen Union zu sehen. Nur wenn man das so sieht, dann versteht man, wieso die Entscheidungen zu handeln manchmal länger dauern und wieso es dann doch ein sehr großer Erfolg ist, wie jetzt beispielsweise im Umgang mit Russland, dass sich die Europäische Union sehr schnell auf Sanktionspakete einigen konnte und das sehr deutlich gemacht hat, dass sie noch zu weiteren Schritten bereit ist. Darunter liegen natürlich lange Verhandlungen und es mussten sich einige Regierungen deutlich bewegen, damit dieser Konsens möglich ist. Aber das fußt dann doch wieder auf der gemeinsamen Analyse, dass jetzt nur gemeinsam gehandelt werden kann. Denn in so einem Konfliktfall, wie wir ihn gerade sehen, ist völlig klar, wenn die Europäische Union sich aufspaltet und gespalten darstellt, dann hat sie gar keine Chance, hier in dem Fall Russland irgendetwas entgegenzusetzen. Und das ist durchaus auch in anderen Konflikten der Zukunft so denkbar. Das Papier nennt ja, wir haben jetzt sehr viel auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges gesprochen, das Papier nennt aber ja ausdrücklich Nachrichtendienste, Internet und Cyberattacken sowie wieder im Internet die Bekämpfung von Desinformationen im Netz und den Weltraum als Bereiche, in denen die EU-übergreifende Zusammenarbeit gestärkt werden soll. Sind das tatsächlich die drängendsten sicherheitspolitischen Herausforderungen? Sind die hier gut zusammengefasst oder fehlt Ihnen da was? Ich denke, dass diese Art, die Herausforderungen zusammenzufassen, zeigt, dass sich die Konflikte der Zukunft noch mal sehr stark ändern werden. Wir haben jetzt wieder eine Phase, wo wir vor allem auf einen konventionell geführten Krieg schauen in der Ukraine. Aber so sagte das auch Außenministerin Baerbock in einer Rede im Auswärtigen Amt vor 2 Wochen, als sie den Prozess der Erarbeitung der deutschen Sicherheitsstrategie einleitete. Sie sagte, die größten Risiken gehen eigentlich aus dem Cyberraum auf uns aus oder gehen vom Cyberraum aus. Und damit zeigt sich schon, Technologie wird relevant oder wird noch relevanter in der Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen werden. Der Cyberraum stellt eine große Bedrohung dar, nicht nur im Sinne klassischer Cyberattacken, die IT-Systeme vielleicht von Regierungen oder anderen Einrichtungen lahmlegen, sondern weil daraus auch durchaus gefährliche Angriffe auf beispielsweise medizinische Einrichtungen oder
Energiekraftwerke beispielsweise ausgehen können, die wirklich das Leben der Menschen massiv beeinflussen können. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach so wichtig, dass der strategische Kompass einen Schritt in die Richtung macht, Sicherheit sehr umfassend zu definieren und dabei auch das Thema Desinformation aufzugreifen, das Sie gerade erwähnt haben. Denn viele der Angriffe, die wir heute erleben, sind ja nicht im klassisch militärischen Bereich, sondern sie gehen auf die Resilienz unserer Gesellschaften, sie gehen auf die Resilienz von Demokratie. Und da sind wir auch innerhalb der Europäischen Union sehr verwundbar. Viel ist von Russland ausgegangen in der Vergangenheit, aber auch China und andere Akteure sind bereits bei uns in den Öffentlichkeiten, in den Gesellschaften aktiv. Und da muss die Europäische Union auch noch mehr tun, um zum einen Angriffe zu identifizieren, dann aber auch denen etwas entgegenzusetzen. Und deshalb ist in diesem strategischen Kompass letztendlich eine ganze Liste an Politikfeldern genannt. Und man sieht sehr deutlich, innere und äußere Sicherheit sind heute nicht mehr getrennt zu betrachten. Und wenn wir über Resilienz reden, dann reden wir eben nicht nur über Sicherheit und klassische Verteidigung, sondern wir reden über die Widerstandsfähigkeit unseres Wirtschaftssystems, unserer kritischen Infrastruktur und vor allem auch über die Resilienz von unseren Gesellschaften und Demokratien. Also letztlich etwas, was über den reinen Sicherheits- und Verteidigungsaspekt hinausgeht, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Sicherheit wird heute sehr umfassend definiert. Es geht um menschliche Sicherheit. Und das ist eben nicht nur eine Gefährdung durch einen klassischen militärischen Angriff, sondern Sicherheit kann gefährdet werden über Cyberangriffe, auch um Desinformation, die vielleicht Gesellschaften polarisiert, die bewusst soziale Strukturen versucht zu zersetzen. Und da sehen wir letztendlich schon ein sehr vielfältiges Instrumentarium, was auch auf die Stabilität von Staaten und Gesellschaften innerhalb der Europäischen Union ausgerichtet ist. Und deshalb hat der strategische Kompass auch diesen sehr umfassenden Sicherheitsbegriff gewählt. Und wenn man dann weiterdenkt, wer soll das alles umsetzen, ist klar, es geht hier nicht nur um Verteidigungszusammenarbeit, sondern es geht wirklich um die Bekämpfung von Desinformationskampagnen. Es geht um die Frage, haben wir resiliente Medien in einer Öffentlichkeit, die wirklich eine offene und eine demokratische ist? Und wie können wir die Grundstrukturen unseres demokratischen Systems schützen? Da geht die Europäische Union immer weiter und das ist sehr richtig, denn die Bedrohungen sind keineswegs mehr nur militärischer Natur. Frau Professor Dr. Daniela Schwarzer, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einsichten. Dankeschön. Ich danke Ihnen.